TaylorMade Adidas hat er gerufen und alle waren nach Herzogenaurach gekommen. Franz Beckenbauer, Martin Keimer, René Adler, Andrea Petkovic und viele mehr. Das Pro-Am-Turnier 2012 war eine Art Familientreffen des deutschen Golf-Equipment-Herstellers. Das haben wir immer gesagt, dass Adidas ist eine große Familie und so wollen wir auch unsere Athleten einbinden, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht nur Botschafter für uns, weil wir halt Botschafter brauchen und sie dafür Geld kriegen, sondern sie sollen sich wirklich auch zu Adidas zugehörig fühlen, verstehen, was wir tun, warum wir die Dinge tun. Und ich glaube, die fühlen sich alle ganz wohl. Insgesamt waren 10 Golfprofis nach Herzogenaurach gekommen. Unter ihnen Sergio Garcia und Darren Clark. Martin Keimer hatte ein Heimspiel und mit Andrea Petkovic zwar keine aktive Golferin, dafür aber einen sympathischen weiblichen Caddy an seiner Seite. Ich hoffe, das ist der schönste Moment deines Lebens, dass ja. Andrea Petkovic dir deine Tasche dreht. Also ich muss sagen, ich finde es bis jetzt lustig. Vom Golf habe ich noch nicht so viel mitgekriegt, dafür habe ich umso mehr geschwätzt. Sinnloses Zeug. Und ich glaube, ich werde am Ende des Tages zum sinnlosesten Caddy der Welt gewählt. Trotzdem, beide verstanden sich prächtig und es war sicherlich nicht die letzte gemeinsame Runde auf dem Golfplatz. Ja, macht Spaß für dich. Sie ist halt, sie bringt ja mal ein bisschen anderen Flair hier in die Golfrunde. Ist einfach ein sehr offener Mensch, sehr, die sagt halt wirklich das, was sie denkt. Ne? Ich habe sie ja damals, ich glaube beim Porsche Cup habe ich sie kennengelernt damals, vor 2 Monaten, aber auch nur ganz kurz. Und gestern Abend haben wir zusammen Abend gegessen. Einfach ein nettes Mädel. Macht Spaß, mit ihr zusammen zu sein. Ja. Golf und Fußball waren die großen Themen beim TaylorMade Adidas Pro-Am-Turnier 2012. Schließlich waren genügend Experten am Start und einer von ihnen pflegt schon seit langem eine ganz besondere Beziehung zum Veranstalter. Ich bin ja zum ersten Mal mit Adidas in Verbindung gekommen 1964, als ich einen Lehrgang mitmachen durfte unter Helmut Schön. Das war sein erster Lehrgang und da war natürlich auch Adidasler da. Und da habe ich den kennengelernt und habe mir dann auch immer die Schuhe gemacht und bin heute noch dem Hause verbunden. Wie Goosen, Keimer und Co., die sich schon jetzt auf das nächste Pro-Am-Turnier in Herzogenaurach freuen.